So, ich bin gerade dabei, dieses Lederrad neu zu coaten. Das hatte vorher ein bisschen Chromoxid drauf und anscheinend auch 5 Mikron Diamant drauf. Und um erstmal die alte Körnung runterzukriegen, habe ich das Lederrad kräftig mit Ballistol eingesprüht und mit der Hand dann abgerieben, dass es richtig satt schmatzig geölt war. Und habe dann mit 2500er Körnung angefangen, das einmal abzuschleifen mit Schleifpapier. Habe dann einen Zwischengang eingelegt mit Küchenrolle und immer schön satt feucht geölt, dass es immer feucht blieb, quasi schon mal alles runtergenommen, was das 2,5er gelöst hat. Dann war der nächste Gang 5000er Schleifpapier zu nehmen. Damit habe ich dann quasi genau das gleiche gemacht, auch wieder mit Küchenrolle einen Zwischengang und jetzt zum Schluss 7000er Körnung. Da ist jetzt auch quasi nichts mehr dran geblieben. So, dann nochmal mit Küchenrolle. Jetzt wieder ganz satt mit Ballistol, dass es feucht ist, eingesprüht. Und jetzt arbeite ich hier mit dem Finger die neue Chromoxidschicht ein. Und das mache ich mit Farbpartikeln hier aus der Dose. Da nehme ich mir ein paar. Hallo Murph. Auf die Fingerspitze. Zack. Nee, Hund. Oh Mann, ich werde belagert. So. Und dann trage ich das auf. Und dann reibe ich das mit kreisenden Bewegungen ganz sutsche, nach und nach, immer weiter in das Rad rein. Das kostet Zeit. Das dauert. Und wenn es so wie jetzt relativ trocken ist und das so spröde annimmt, nehme ich einfach wieder ein bisschen was. Hier vom Ballistol. Zack. Gebe das dran. Und dann verreibe ich einfach wieder in dem Öl weiter. So, und das mache ich einmal wirklich gewissenhaft rundherum. Lass das 24 Stunden antrocknen und dann mache ich das nochmal. Und dann sollte das fertig sein.